Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pocket Mirror. Wir haben jetzt, denke ich, Körperteile genug beisammen. Fragezeichen. Haben wir noch was für dich? Du hast wirklich einen Ärger auf dich genommen für uns. Ich kann dir nicht genug danken. Mach dir keine Sorgen, Mr. Hase. Ich werde euch definitiv beide retten. Vielen Dank. Ich habe genug Teile gesammelt. Ich hoffe, ich kann euch damit reparieren. Ja, ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Sag mir, weißt du, wie man näht? Ja. Wie überaus praktisch. Gut, dann würdest du uns bitte wieder zusammen flicken. Ich wäre gerne wieder mit Mrs. Fox zusammen. Natürlich. Lasst mich etwas suchen, mit dem ich euch ja zusammennähen kann. Haben wir das nicht schon irgendwie gefunden? Hey. Das nehme ich jetzt irgendwie. Du hast doch was. Okay. Sehr gut. Aus Leichenteilen zusammengesetzt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Alles fertig. Kannst du dich bewegen? Nun ja, das kann ich. Das ist eine Erleichterung. Ich bin glücklich. Und nun den Fuchs. Ach, wie süß. Du läufst mir hinterher. Ja doch, machen wir mal. Ich frage mich, ob sie nun aufwachen wird. Mr. Hase. Mrs. Fuchs, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich bin so froh. Ja, ihr seid alle froh. Ich verstehe schon. Vielen Dank. Wir schulden dir alles. Ja, keine Ursache. Ich bin froh, dass ihr wieder tanzen könnt. Hier, du kannst das hier haben. Ich habe das, ja, seit dem Tag, an dem unsere Körper auseinandergerissen wurden. Einen speziellen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist fürs Theater. Ich bin nicht sicher, ob es gut sein wird. Vielen Dank. Ja, und jetzt tanzen sie. Oh, ich bin so froh, dass ich ihnen helfen konnte. Ach ja, das ist nett. Ach ja, schön. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Jetzt muss ich herausfinden, welche Tür uns zum Theater führt. Alle Türen wieder mal durchprobieren. Wie immer, sagst du irgendwas Neues? Nee, nichts Neues. Alle Türen ausprobieren. Funktioniert das? Yay, es funktioniert sogar. Wow. Und sie geht automatisch durch die Tür. Ui. Ich kann nicht verstehen, was da geschrieben ist. Zu unordentliche Handschrift. Ja, deswegen Kinder immer schön ordentlich schreiben. Ah ja. Nein, ich bleibe nicht auf dem Weg. Ganz viele Bücher. Was steht da? Gruppierung der psychischen Krankheiten. Ah ja. Ja. Eine Buchseite. Unbekannte Sprache.
Verrat, okay. Ich stehe irgendwie im Bücherregal drin, nur mal so nebenbei. Kleiner Mapping-Fehler. Ah ja. Muss ich mir die Bücher alle merken? Ich zünde erstmal die ganzen Lampen hier an. Oh, cooler Effekt. Okay, eine Show beginnt hier gleich. Ich möchte vorher noch mit den Kürbissen sprechen. Ja, hetz mich doch nicht so. Okay. Ja. Setzen wir uns einfach mal hier hin. Hallo? Du hast kein Gesicht. Irgendwie nur ein Mund. Und ein sehr charmantes, freundliches Lächeln. Willkommen zu der unglaublichsten Show. Die, ja, tollste, beste Show und so. Es geht um ein kleines Mädchen, deren Tage gezählt waren. Wow, mit, ja, und es ist niemals irgendein Wunsch von ihr in Erfüllung gegangen. bin ich nicht ein unglaublicher Poet? Nicht wirklich. Und wer bist du? Quatsch doch nicht dazwischen. ja, kümmere dich nicht um solche belanglosen Details. Aber genieß einfach hier die Show und so. Und ja, keep your memories close to your heart. Den Satz kennen wir doch. Das war der erste Satz, der überhaupt aufgetaucht ist in diesem Spiel. Eine Cutscene, die muss ich dann natürlich reinschneiden, nachträglich wahrscheinlich. Seltsame Musik. Also so wie ich. Ah ja. Hätte man das denn jetzt für Schreie? Oh, sieht aus, ja, sieht aus, als wäre die Sache interessant geworden. Was ist los? Okay. Faszinierende Geschichte. Aber die haben die gar nicht zu Ende erzählt.
Ich bin jetzt traurig. Ich wollte doch wissen, wie es endet. Wer ist denn jetzt der Böse? Ne, komm. Kann ich irgendwie hoch? Nein. Dir was Neues zu sagen? Ja, ne, so schon. Wahrscheinlich muss ich das Video nachträglich da reinschneiden. Nein, 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 nein. Katzen, pushe. Katzen, pushe nicht auf die Tastatur. ja. Du sagst irgendwie das Gleiche. Und den anderen Kürbissen kann ich nicht sprechen. Ist hier irgendwas Neues? Ich kann nicht mit der Bühne interagieren. Kann ich mich nochmal hinsetzen? Nein. Okay. Kann ich den Ort jetzt wieder verlassen? Weil hier scheint ja nun nichts mehr zu sein. Hey. Okay. Noch nein. Der Fuck. Mr. Hase, was ist passiert? Ich habe ja eine Vermutung, was passiert ist. Ist es nicht offensichtlich? Wir haben uns um sie gekümmert. Ja. du meinst doch nicht etwa, ihr habt das alles getan, oder? Nun doch, haben wir. Haben wir das nicht sehr schön gemacht? Aber warum? Ich dachte, als was ihr wolltet, wären erneut zu tanzen. Oh, Süße. Du musst noch sehr viel lernen und außerdem... Ja, anscheinend ist Hass eine der Sachen, die noch lernen muss. Wie konntet ihr so etwas nur tun? Wie konnten wir? Du weißt aber schon, was die uns angetan haben, oder? Das... Rechtfertigt doch nicht, was ihr getan habt. Inwiefern? Rache, meine Süße. Ist, ja. Wird am besten kalt serviert. Verstehst du das? Und, oh, Mariechen. Das arme Kabel. Pusche. Häng dich nicht mit dem Kabel auf. Oh, Katzenmaus. Ja, meine Katze liegt hier bei mir. Ja. Und nun, ja, geh weiter. Wir sind dir wirklich dankbar für das, was du getan hast. Na, ja. Ja. Das kann nicht sein. Ich... Wie spät ist es? Ja, das war jetzt schon eine Viertelstunde. Ich speichere dann mal. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um und werde dann wahrscheinlich speichern. Und ja, das kennen wir doch. Das ist die Szenerie. Auch die Positionierung der Leichenteile ist ganz exakt so wie vorher. Und die Kürbisse sagen nichts mehr. Ja. Die Leichenteile sind genauso positioniert wie... Ja, wie wir es in den Spiegelwelten gesehen haben. Diese Spiegelwelten waren anscheinend irgendwie so eine Art Blick in die Zukunft oder so ähnlich. Tja. Ja, ja. Solche schlimmen Sachen passieren. Wir wollten doch nur helfen. Kann ich speichern? Ist die Tür irgendwie weg oder so? Ich hätte schwören können, hier war eine Tür, aber offensichtlich nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Ich sehe irgendwo eine Tür. Nee. Tür. Ah, gut. Oh, ich kann speichern. Okay, dann speichere ich hier. Und dann geht's zum nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh, das Miauzen ist so süß. Wie auch immer, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.